Der Dennis zeigt uns hier jetzt ganz genau, wie er an diesem Audi RS4 die Stoßstange montiert, Lederpapier entfernen, Material grob auflegen und hier großflächig und großzügig erwärmen. Er verwendet hier eine KPMF-Folie, also ein etwas dickeres Material, und führt hier entsprechend viel Wärme zu. Wir sehen hier einmal Zug in der horizontalen und eine Bewegung in der vertikalen, um die Falten nach oben und nach unten auszuglätten, und sehen hier im unteren Bereich vor allem schon, wie schön und wie tief hier das Material schon vorbereitet ist. Speziell im oberen und unteren Bereich Material nochmal anheben und Temperatur zuführen. Wir haben sehr schön gesehen, wie das Material hier dann etwas zurückschrumpft und entsprechend diese Spannung wieder freigibt. Auch hier im unteren Bereich Material vorsichtig anheben, locker halten, Temperatur zuführen, um hier Spannung zu entfernen. Dasselbe an den Flächen bzw. hier an dieser Vertiefung leicht erwärmen und dann hier in einem Rutsch hier mit dem Daumen schön diese Vertiefung einlegen, Flächen mit der Kartenrakel entsprechend nachstreichen. Das heißt, wir können hier diese Vertiefung zuerst machen und über die Luftkanäle an den Flächen dann entsprechend Luft herausarbeiten, auch hier im unteren Bereich diese Vertiefung hier einfach schön mit dem Handschuh bzw. mit dem Daumen hier eindrücken und dann das restliche Material hier nach außen arbeiten. Kleinere Falten hier, Achtung mit der harten Kartenrakelseite bzw. mit den Fingern hier vorsichtig rausmassieren, und erarbeitet sich das Material hier Richtung Park Distance. Also wir sehen hier an der Kante klebt das Material schon recht fest und entsprechend die Luft auch keine Möglichkeit zu entfernen. Das heißt, entsprechend hier Richtung Park Distance arbeiten. Spoiler bleibt entsprechend schwarz, das heißt, wir können hier das Material entfernen, Folie leicht anheben und hier dicht an diesen Spalt heranarbeiten. Das heißt, wir sehen, eine Hand hebt das Material Stück für Stück an und die zweite rakelt das dann dicht hier an diesen Spalt, entfernt sich dann hier am Kühlergrill großflächig das Material, lässt sich hier zum Rand einen leichten Überstand und macht genau das Gleiche wie hier vorhin am unteren Bereich, Folie anheben und quasi in diesen Spalt bzw. zu diesem Spalt anheben und anrakeln, und kümmert sich dann auch hier um diesen Scheinwerferbereich. Auch hier wieder legt das Material hier vorsichtig in den tiefsten Bereich. Wir haben es gesehen, er hat es mit einer Hand angehoben und das Material hier eingelegt und nicht eingedehnt. Ganz ein wichtiger Punkt, und bereitet sich das hier richtig schön gleichmäßig und sauber an die Scheinwerferkante hier an. Immer wieder anheben und entsprechend mit der Kartenrakel das Material hier schön glatt und gleichmäßig an den Scheinwerfer hier anlegen. Wir wollen einen wirklich schönen, gleichmäßigen Bereich hier, um diesen Schnitt hier auch sauber ausführen zu können. Das heißt, keinen faltigen Abschluss, um auch im Schnitt dann keine Zacken zu generieren. Öffnet sich das dann hier in diesem Spitzenbereich, um leichter bzw. überhaupt hier in diese Stufe hier am Scheinwerfer das Material reinzubekommen. Auch hier sieht man wieder sehr schön, er löst immer wieder die Folie vom Scheinwerfer Stück für Stück, um das Material hier entsprechend gleichmäßig anzulegen, wechselt dann hier die Rakel, kommt mit der Mikrorakel hier dann natürlich nochmal viel schöner in diesem Bereich, und erst wenn das richtig gleichmäßig vorbereitet ist, kann er hier dann an der Scheinwerferkante entsprechend vorsichtig entlang trimmen. Hier nochmal in einem weiteren Schritt Material entfernen, auch hier Stück für Stück das Ganze kleiner schneiden, um entsprechend hier sauber in diesen engen Bereich zu kommen. Wir sehen, es ist hier noch ein ganz ein leichter Überstand, trimmt sich auch den hier entsprechend nochmal weg. Wir sehen, das ist nur ganz ein kleines Stückchen, das er hier dann entsprechend noch entfernt und mit der Mikrorakel dann hier tief in diese Stufe bzw. unter den Scheinwerfer entsprechend einarbeitet. Hier sehen wir sehr schön vorbereiteter Kühlergrill und kann dann mit dem Cutter ganz sauber an der Kühlergrillkante entsprechend entlang schneiden. Wir sehen das hier leicht geöffneten Winkel, um maximalen Überstand hier zu generieren.
und braucht dann diesen Überstand hier entsprechend nur noch mit Karten und Mikrorakel hier zwischen Stoßstange und Kühlergrill arbeiten. Erwärmt sich das Material hier ganz leicht. Wir sehen hier sehr schön, erwärmt sich das Material, um das Ganze ein wenig geschmeidiger zu machen und hier diese Eckenbereiche formen zu können. Das heißt, er zieht nicht am Material, sondern erwärmt sich das, macht sich das geschmeidig und formt dann hier ganz einfach mit der harten Seite seiner Kartenrakel hier diese Ecke und kann das dann mit einer frischen Klinge hier mit dem Cutter entsprechend sauber an der Kontur bzw. an der Ecke entsprechend entlang trimmen. Fixiert sich das dann hier gleich nochmal mit der Rakel und trimmt dann hier wirklich bündig diesen oberen Bereich. Ganz wichtig, wir wollen kein Material überstehen lassen, sondern entsprechend hier einen bündigen Abschluss. Öffnet sich dann hier im Lufteinlassbereich bzw. Nebelscheinwerferbereich hier diese Stoßstange und legt sich dann im oberen Bereich das Material schon mal ein und spannt sich das dann ganz leicht nach unten. Also wir sehen, er verwendet hier noch keine Temperatur, sondern versucht das einfach nur hier möglichst gleichmäßig an diese erste Kante anzulegen. Achtung, hier diese Falten mit ganz leichter Wärmezufuhr sofort verschwunden, haben sich entsprechend nahezu von allein hier an diese Kontur angelegt. Und startet dann hier in der Kurve, das heißt, er arbeitet sich aus der Kurve hier das Material entsprechend zur Seite, um auch hier wieder einen sauberen Abschluss zu generieren. Material wieder angehoben und mit der Rakel entsprechend an den Rand bzw. hier an den Spalt geführt, wo er ein wenig Temperatur braucht, um das Material gefügig zu machen, führt er das hinzu, so wie hier in diesem Eckenbereich. Wir sehen, er bereitet auch hier wieder diese Kante vor, hat sich das großflächig erwärmt, um Material hier entsprechend an die Kante zuzuführen. Hier sehen wir die Einleger, die er zuvor gesetzt hat, hier im linken Bereich und ganz rechts außen. Material hier nochmal leicht erwärmen und diese kritischen Bereiche hier entsprechend mit der Rakel oder mit dem Finger hier formen. Und wir sehen hier schon sehr schön, wie sich der Einleger hier abzeichnet. Drückt sich das Material dann hier entsprechend rein. Also wir sehen auch hier noch genug Fläche, genug Material zur Verfügung, um aus diesem flächigen Bereich hier Material für diese Vertiefung hier zu verwenden. Öffnet sich dann entsprechend auch diesen Bereich hier. Auch hier sehen wir sehr schön den Einleger, den er davor gesetzt hat und rakelt dann ganz vorsichtig hier das Material runter. Hier im unteren Bereich sehen wir Neifelstep ein Stückchen zu weit außen. Also wir sind hier dann doch etwas kürzer gekommen als erwartet. Nichtsdestotrotz bereiten uns auch hier wieder die Randbereiche vor, schauen, dass wir hier Material möglichst an diesen Eckenbereichen hier tief in diesen Einlass hineinbekommen. Hier sieht man das sehr, sehr schön, wie er sich das genau vorbereitet, löst sich dann entsprechend hier das Knifeless Tape heraus, löst den Faden aus dem Trägerpapier, vorsichtig unter das Material hier eintauchen, zack, und löst hier mit dem Faden entsprechend das leicht überstehende Material noch weg. Vorsichtig alle restlichen Bereich, also Bereiche vom Knifeless Tape entsprechend entfernen und haben hier dann eine schöne saubere Überlappung. Hier können wir wieder an den gegenüberliegenden Bauteilen entsprechend entlang trimmen. Hier vorsichtig in den Kurvenbereichen sehen hier sehr schön einen leichten Überstand und den dann einfach mit der Mikrorakel hier dicht unter dieses Kunststoffteil arbeiten, alles nochmal gut nachtemperieren hier gleich und nachdrücken, speziell diese feinen Bereiche hier, diese feinen Überlappungen nochmal gut fixieren. Ähnlich verfahren wir hier dann entsprechend in dem rechten äußeren Randbereich, auch hier wieder Material großflächig erwärmen und entsprechend hier an Kante und Ecke zuführen, hat sich das hier schön vorbereitet, um einen sauberen Schnitt, eine saubere Öffnung hier zu generieren und kann sich diesen freien Flügel hier sozusagen dann entsprechend tief noch in diese Stoßstange hineinklappen.
Auch hier wieder Material anheben, also immer, wenn wir zu Randbereichen arbeiten wollen, Material nach und nach anheben und dicht zuarbeiten. Wir sehen, er zieht hier ganz leicht am Material bzw. schiebt das hier mit dem Finger und mit dem Daumen immer wieder hier nach hinten in diese tiefste Stelle, um entsprechend maximal Material hier in diesem versteckten Eckenbereich hier zur Verfügung zu haben, hebt sich mit einer Hand bzw. mit einem Finger das Material an und führt das dann entsprechend mit der Kartenrakel und mit der Mikrorakel hier entsprechend dicht dazu. Und erst wenn das wirklich, wirklich sauber vorbereitet ist, wir sehen, wie schön wir hier diese Kontur sichtbar haben und können dann entsprechend auch mit ganz kurzer, frischer, scharfer Klinge hier an diesem Kunststoffteil entlang trimmen, schieben dann den restlichen Überstand mit der Kartenrakel ganz einfach hier weit in diesen Spalt hinein. Das gleiche hier oben. Hier oben müssen wir ein wenig vorsichtiger sein. Dieser Bereich, der hier ganz leicht übersteht, hier vorher entfernen, um Spannung aus dem Material zu nehmen bzw. das hier überhaupt dicht hineinarbeiten zu können. Ein weiterer Entlastungsschnitt, um das Material hier dann entsprechend wieder hier dicht an diesen Spalt entsprechend heranzuführen, trimmt sich hier dieses erste kleine Stück weg und führt den Cutter dann entsprechend weiter entlang hier an diesem Kunststoffteil, stoppt dann bzw. wird dann in der Kurve natürlich entsprechend langsamer, um hier den Cutter sorgfältig auszudrehen und entsprechend einen gleichmäßigen Überstand zu generieren. Auch den unteren Bereich hier entsprechend sauber öffnen, kann sich hier dieses überstehende Material dann entsprechend schon entfernen. Wir sehen hier sehr schön diesen kleinen Überstand, das sind vielleicht 2-3 mm entsprechend der Spaltmaßbreite, die wir dann nach innen einlegen können. Hier etwas größer schneiden, diese Scheinwerferwaschanlage, und dann einfach umklappen. Parkdistanz richtig gut vorbereiten, anwärmen mit der Rakel entsprechend auch hier wieder die Kontur richtig schön sichtbar machen und dann mit ganz kurzer, scharfer Klinge hier am äußeren Rand entsprechend entlang schneiden, um diese Parkdistanz hier zu öffnen und dann entsprechend im Knopfbereich, im mittleren Bereich das gleiche nochmals. Ganz wichtig, wenn wir das nicht ausschneiden, dann löst sich irgendwann in diesem mittleren Bereich, in dieser Gummidichtung das Material, wird spröde, porös, bricht und dann entsprechend kann Feuchtigkeit und Schmutz hier eindringen. Wir sehen, er nimmt den mittleren Bereich hier raus, hat diesen Dichtungsbereich entsprechend hier schön freigeschnitten, alles wirklich sauber, bündig weggetrimmt, um hier keine Überstände zu lassen. Das machen wir natürlich an jeder einzelnen Parkdistanz so, um hier ein perfektes, haltbares Ergebnis zu generieren. Beim Auflegen hier die Folie schon so gut vorbereitet, dass wir möglichst tief hier nach unten das Material hier schon anliegen haben, den Rest leicht erwärmen und wir sehen das hier sehr, sehr schön mit streichenden Bewegungen schiebt er das Material nach links und nach rechts Stück für Stück weg, erwärmt sich das hier nochmal, um entsprechend Spannung herauszunehmen und bis zum Randbereich hier weiterzuarbeiten. Auch hier wieder gleiche Prozedur, gegenüberliegende Kante, leichter Überstand, bereitet sich hier mit der Mikrorakel sorgfältig und geduldig diese Ecke vor und kann dann hier im unteren Bereich auch hier wieder super bündig entsprechend das Material wegtrimmen, also auch hier keine Überstände lassen, keinen halben Millimeter Überstand lassen, also wirklich, wirklich bündig wegtrimmen. Hier diese Ecke noch sauber fertig getrimmt, leicht Temperatur zuführen, hier um diese Ecke bzw. diese Kante hier erstens nochmal Spannung rauszunehmen und das entsprechend hier zu formen. Auch hier nochmal vorsichtig Temperatur zuführen. Achtung, dann natürlich keine Spannung mehr aufs Material bringen und sauber bis zum Rand arbeiten. Hier mit der Rakel nochmal gut diesen Spalt hier sichtbar machen. Und auch hier sehen wir nochmal sehr, sehr schön, er schneidet hier in der gegenüberliegenden Kante, wird hier etwas langsamer, vorsichtig im Kurvenbereich und schneidet an der Kotflügelkante hier entlang, um den verbleibenden Überstand entsprechend hier zwischen Stoßstange und Kotflügel einzulegen, formt sich dann entsprechend hier noch diese Ecke, auch hier wieder ganz vorsichtig, geduldig diese Ecke formen und nochmals ganz, ganz wichtig hier entsprechend bündig das Ganze
wegtrimmen. Wir sehen hier schon unser fertiges Ergebnis, diese Audi RS4 Stoßstange fixfertig foliert. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß bei der eigenen Umsetzung. Mein Name ist Daniel Gspan. Bis zum nächsten Mal.